Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Zelda Twilight Princess. Dramatische Szenen spielen sich hier ab, hoch über den Wolken, auf dem kleinen fliegenden Eiland namens Kumula. Ein ganzes Volk wird tyrannisiert von einem riesigen, grausamen Drachen, der dort oben seine Runden zieht. Und gerade als die Kumulaner, die vor Verzweiflung schon die Wände auf- und ablaufen, die Hoffnung verloren hatten, tat sich am sich verdunkelnden Horizont ein Licht auf. Ein Licht, das bereit war, sich dem Bösen entgegenzustellen und wieder Frieden in dieses Land zu bringen. Und dieses Licht, das sind wir, Link. Und so machen wir uns jetzt auf den Weg zum Boss, Leute, denn es ist Zeit. Das Dungeon nähert sich dem Ende. Die Zeit ist gekommen. Die Mission geht in die heiße Phase und um zu diesem Boss zu gelangen, müssen wir nur noch über diesen Abgrund hier. Und das können wir, indem wir uns hier an diesen komischen Windrädern festhangeln. So, und dann müssen wir uns jetzt hier von Windrad zu Windrad ziehen. Und das war nämlich auch der Sinn von diesem Ventilator, dass sich diese Räder hier nämlich drehen. Andernfalls wären wir hier nicht rübergekommen. So, und dann wollen wir mal den richtigen Weg einschlagen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zurückgegangen, aber ich glaube, das war schon richtig. So. Und dann haben wir es auch gleich geschafft und sind auf der anderen Seite angekommen. Und da befindet sich dann auch gleich noch ein Schatz, den wir natürlich auch mal gleich holen. Ja. So. Und der ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, genau hier. Yeah. Und den holen wir uns natürlich gleich mal. So. Mal sehen, was da drin ist. Ein violetter Rubin. Nicht schlecht. Aber auch nicht toll. So, wir sind drüben angekommen, bereit, um uns dem Boss zu stellen. Natürlich sind wir noch nicht ganz da, wir müssen jetzt nämlich noch nach oben. Und ja, wir haben das Dungeon eigentlich soweit erledigt. Wir haben keine Schatztruhe mehr, die uns hier noch anlacht auf der Karte. Nein, wir haben nur noch diesen lilanen Punkt, den wir gleich auslöschen werden. So, und dann gehen wir mal durch diese Tür hindurch, ins Dunkle hinein. Und müssen noch ein letztes Mal uns hin und her ziehen, um den Boss zu erreichen. So. Dann machen wir diesen Raum nämlich noch, denn hier befinden sich noch ein, zwei Schalter, die betätigt werden wollen. So, und ein Gegner, der besiegt werden will. Der Zwischenboss, er ist zurückgekehrt. So, dann wollen wir ihn nochmal besiegen. Na komm, tu was. Sei nicht so passiv. Okay, es waren zwei. Diese hinterhältigen Dinger. Okay, und nur einer kämpft. Na, das hätte mir auch jemand vorher sagen können. Na gut, dann eben du. Komm her. Ja, jetzt auf einmal der. Die spielen ein Spiel mit mir. Aber nicht mit mir, Leute. Na komm. Ja, nein. So. Her mit dir. Jetzt reicht's hier mit dem Rumgefliege. Echsen wurden nicht geboren, um zu fliegen. Also. Na. Okay, die wollen mich hier ganz schön fertig machen, noch kurz vorm Boss. Aber das lassen wir nicht mit uns machen. Na warte. Reagieren die eigentlich auch auf Pfeile? Das würde mich schon mal interessieren, das wäre doch lustig. Dann schießen wir sie vom Himmel. Aber das wehren die bestimmt ab. So, take this. Autsch. Okay, er ist gänzlich unbeeindruckt. Aber dann ziehen wir ihn eben mit unserem Greifhaken an uns heran. Ah ja, nochmal zwei lästige Gegner, die uns hier aufhalten wollen. Damit wir auch ja nicht zum Boss kommen heute noch in diesem Part. Aber das werden wir schon noch hinbekommen. So, ich beeil mich, ich mach diese Viecher hier fertig. So, komm schon. Ah, der andere kommt. Zack. Verdammt. Na, stirb endlich. Stirb, stirb. So, der erste ist down, Leute, und der zweite erfolgt zugleich. Na komm. Ja. Hat der gerade einen violetten Rubin fallen lassen? Oh mein Gott. Genau so viel, wie wir gerade gefunden haben. Und damit haben wir wieder unsere Geldbörse voll. Wow, also Kumula ist echt ein Ort voller Schätze gewesen. Jetzt nicht mehr, denn wir haben sie ja alle mitgenommen. Oha. Und jetzt können wir uns auf den Weg nach oben machen. Mal sehen, wo wir denn dahin müssen. Ja, es sieht so aus, als wäre der einzige Weg erstmal dieses Gitter. Und von dort aus geht's dann weiter. Mal schauen. Yeah. So, das Ding dreht sich jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein Problem und das müssen wir noch ändern. Oder auch nicht. Mal sehen, wie gehen wir da hin. Vielleicht kommen wir auch von hier aus. Ja, da ist ein Schalter und den können wir nämlich ebenfalls mit dem Greifhaken betätigen. Und dann wird er gelb.
Yay, und schon setzt sich das Ganze hier in Gang. Und wir drehen uns. Eine lustige kleine Karussellfahrt. Und wir gehen mal darüber. Immer zum nächsten. Oh mein Gott, nein, es hat nicht geklappt. Nein, nochmal eine Runde. Eine Ehrenrunde, weil die Gegend so schön ist hier. Ach ja, sind das nicht schöne Gemäuer? Herrlich, was die Kumulaner so gebaut haben. Respekt. So. Verdammt, ich will dahin. Komm, 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 komm. Jetzt. Nur, das war knapp. Aber natürlich keine Herausforderung für uns. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir denn jetzt hin müssen. Wo es als nächstes hingeht. Hier irgendwo gibt es auch eine Fee, wenn mich nicht alles täuscht. Und all so ein Kram, Schleim und sowas. Glaube ich zumindest. Oder ich verwechsel da gerade was. So. Aber gar nicht so viel reden. Erstmal konzentrieren, denn... Ah, da geht's ja schon weiter. So. Hauptsache, wir gehen nach oben, denn da ist unser Ziel. Und wir müssen noch einen Schalter, glaube ich, jetzt finden. Hier sind lauter Kisten, Vasen. So. Ah, da ist die Fee. Hey, ich habe den Jackpot getroffen. Und wir holen sie. Juhu. Von allen Vasen habe ich die richtige gleich erwischt. So, ja, wo ist der Schalter? Ah, ich hätte mal da hochgehen müssen. Ah, da habe ich wieder nicht nachgedacht. Aber dafür machen wir den Schleim kaputt. Alles Gute kommt von oben. So. Bam. So, jetzt Konzentration. Wir müssen nämlich da hoch, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Wir gehen mal da hoch. So. Ja, und jetzt hängen wir hier und ich glaube, ja, da ist ein Schalter wieder mal. Und dann dreht sich das Ganze. Hey, die Fee ist ja immer noch da. Wir lassen sie zurück. Naja, ich habe sie befreit aus dieser Vase, aus diesem Krug oder was auch immer es ist. Und wir sind angekommen bei der Bosstür. Und jetzt beginnt die Action. Wir frischen uns nochmal mit Herzen auf, auch wenn wir es nicht brauchen, aber ein bisschen Liebe muss dabei sein. Und dann öffnen wir diese riesige Tür. Mit dem Rücken zur Wand. Nein, das funktioniert nicht. Schade, ich wollte cool sein, aber es hat nicht geklappt. So, das Schloss ist beseitigt und wir treten hindurch. Nun stellen wir uns dem Übel. Diesem riesigen Drachen. So, oder? Sind wir schon da? Nein, wir müssen noch ein bisschen höher. Es geht immer weiter nach oben. Am höchsten Punkt von Kumula ist die Aussicht am schönsten. Was machen die Kumulaner eigentlich mit ihrem Dreck? Die werfen den auf die Erde, oder was? Hm, lecker. Wo müssen wir denn hin? Wer hat hier das kaputt gemacht? Das war doch bestimmt wieder der Drache. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? So, bestimmt hier irgendwo kann man doch... Ach, da sieht's doch nach was aus. So. So, da kann man sich festhalten. Yeah. Und dann geht's dahin. Oh, tricky. Okay, und dann sind wir gleich oben angekommen, glaube ich. Oder? Ja, das sieht verdammt danach aus. Das ist der Kampfplatz, Leute. Und gleich geht es los. Das, worauf wir hingearbeitet haben, die ganzen letzten paar Parts, wie viel auch immer es waren hier auf Kumula. Es kam mir verdammt lange vor. Aber ich bin mal kurz ruhig, um die Spannung nicht zu zerstören. Ho, ho, ho. Ja, da ist er. Fliegender Feuerdrache. Argorok oder so. Ach, ich habe den Namen nicht gelesen. Ja, er hat nur die ganze Zeit auf uns gewartet, bis wir hierher kommen. Auf Futter. Aber das werden wir ihm nicht gönnen. Nein. Und kaum ist er hergekommen, fliegt er auch schon wieder weg. Aus Angst natürlich. Denn wenn man in unser Gesicht schaut, weiß man, mit wem man es zu tun hat. Und das ist nicht angenehm für ihn. Ich bin ja auch jenseits der Ebenen von Hyrule bekannt als der Drachenschreck. Das wissen ja viele gar nicht. Ich habe schon tausende Drachen getötet. Uah! So. Und ja, meine Schuhe, die sind auch aus Drachenhaut. Die sind ganz angenehm zu tragen. Leicht und luftdurchlässig, aber nicht wasserdurchlässig, nein. Und im Winter halten sie schön warm. Ja, ja, das ist der Vorteil von Drachenhaut. Und wir gucken mal, was wir mit dem machen können hier. Er macht auf jeden Fall ordentlich Wind, das kann er, mit seinen riesigen Flügeln. Und wir ziehen uns mal an seinem
Hinterteil fest an seinem verlängerten Rücken und haben die falsche Taste gedrückt, denn wir müssen das Menü anwählen. Menü, nicht fallen. Ich brauche, glaube ich, die Eisenstiefel, mit dem ich den herunterziehen kann. Ich weiß es nicht, probieren wir es mal. Hauptsache, wir fallen nicht herunter. Das wäre schmerzhaft, glaube ich. Aber das haben wir ja schon einige Male erfahren. So, da fliegt ja seine Kreise. Ja, ja. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten. Das erinnert mich auch ein bisschen an den Kampf gegen diesen riesigen Vogel in The Wind Waker. Warte auf uns! Mann! Der kann nicht mal zielen. Was macht der denn hier? Der gräbt den Boden um. Er sieht die Saat, die er nachher anpflanzen wird. So, das war gerade doppelt gemoppelt. Wo ist er denn? Der soll mal herkommen. Ich bin aber auch gut getarnt hier. Der kann mich wahrscheinlich gar nicht sehen. So blind wie der ist. Ja, ich bin bekannt als der Drachenschreck. Normalerweise nehmen alle Drachen Reis aus vor mir. So, herunter mit dir. Wie mit den Hebeln. So. Ist das nicht schön. Und da geht ein Teil seiner Rüstung kaputt. Wir sind schwerer als dieser Drache. Mit den Eisenstiefeln. Schnell zu ihm. Ach nee, er ist schon wieder weg. Ja, normalerweise nimmt jeder Drache sofort Reis aus von mir, weil er genau weiß, das wird sein Ende sein. Aber dieser scheint anscheinend einen Gedächtnisverlust erlitten zu haben, als er gegen die Brücke geflogen ist. Deswegen hat er wohl mein Gesicht vergessen, das überall in der Drachenwelt gezeigt wurde. Die Drachen lernen schon nach ihrer Geburt. Legt euch nicht mit diesem Kerl an. Der hier mal so lang schlittert und fast hinunterfällt. Aber auch nur, weil es Spaß macht. Oh, es ist aber schlechtes Wetter heute, muss ich sagen. Bisschen regnerisch, bewölkt. Aber morgen soll wieder die Sonne scheinen. Wenn auf Gugula wieder alles okay ist. So, wo ist er denn jetzt hier? Ach ja, man kann sich hier mal ein schönes Päuschen, kann man sich ein schönes Päuschen gönnen. Ach, da ist er ja wieder. Ach, der wartet jetzt da oben, oder was? Ist schon soweit. Soll ich jetzt schon zu dem gehen? Na gut, dann wollen wir mal hochgehen. Der hat auch keine Lust mehr zu fliegen. Oh nein, jetzt kommt er zu uns. Der hat ein Päuschen gemacht. Ja, wenn er so viel rumfliegt die ganze Zeit, kein Wunder. Okay, muss ich erstmal zu ihm? Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon... Ja, ich gehe einfach mal hoch. Wir können nämlich hier an diesen komischen Säulen, oder was das darstellen soll, uns natürlich auch hinauf ziehen. Und das ermöglicht uns, um einiges höher zu kommen. Also das ist wirklich der höchste Ort dann. So. Yeah. Immer wieder ein tolles Gefühl. Und jetzt sind wir ganz oben. Yeah. Ich fühle mich so frei. Komm her, du Drache. So, von hier aus können wir nämlich an diese komische Vorrichtung da an seinem Schwanz herankommen und ihn hinunterziehen. So. Bam. Da geht seine Rüstung fast down. Er hat nur noch ein wenig Panzerung übrig. Und da sehen wir schon, da scheint seine empfindliche Stelle zu sein. Es ist so herrlich, dass die empfindlichen Stellen... Oh mein Gott, was hat der für eine Zunge? Ja, es ist schön, dass die empfindlichen Stellen eines Bosses immer so schön leuchten. Sehr unpraktisch für die, aber für uns wiederum ein schönes Erlebnis. Boah, er zieht sich vollkommen aus. So, jetzt fühlt er sich freier und muss erstmal ein bisschen rumschreien, seiner Wut hier freien Lauf lassen. Der ist aber auch zornig. Da liegt jetzt was. Was ist das? Ah, das sind die Hubschrauber. Genau. Die verteilen sich nämlich jetzt hier kreisförmig. Und die müssen wir natürlich benutzen. Auch in dieser Situation sind sie uns eine große Hilfe. Können wir mal einen benutzen? Ah, erstmal die Eisenstiefel ausziehen. So, und jetzt müssen wir wieder nach oben. Denn jetzt geht der Kampf erst richtig los. Das war jetzt alles nur Kinderspiel hier, seine Rüstung kaputt zu machen. Jetzt geht der Kampf in luftigen Höhen weiter. Ich weiß, der Part wird wieder etwas länger, aber das muss jetzt einfach sein. Ich werde jetzt nicht mit drin einfach ausmachen. So, wir sind oben angekommen und natürlich geht es noch höher. Und zwar an diesen Hubschraubern. So, jetzt muss ich mal schauen. Der ist jetzt da. Und macht uns ordentlich Feuer unterm Hintern, wenn wir zu langsam sind. Wir müssen uns jetzt hier von Hubschrauber zu Hubschrauber ziehen und hinunterfallen. Wie ein Komet. Ja, das war nicht so klug. Okay, dann nochmal nach oben. Meinetwegen. Dauert ja auch gar nicht lange. So.
Ach komm schon. Ah. Er schreit schon wieder. Er wird uns bestimmt gleich wieder angreifen. Hier, nimm das. Ah, Feuer. Okay, wir werden jetzt elegant über das Feuer hinüber. Oh nein, doch nicht. Er hat aufgehört. Es regnet. Sein Feuer müsste ausgehen. Unrealistisch. So. Wir müssen uns jetzt die Richtung aussuchen. Na, Richtung, da lang. Schnell. Ich hätte einfach früher losgehen sollen, um dem Feuer zu entkommen. Ich hoffe, das ist jetzt noch ausreichend. Wir müssen nämlich auf die Rückseite von ihm kommen. Schnell genug. Und von dort aus dann auf seinen Rücken. Das versuche ich jetzt mal. Das sieht gut aus. Ja, wenn er sich jetzt nicht bewegt, dann... Nein, wir müssen dahin. So, genau. Denn zufällig können wir uns hier auch festhalten. Und dann, zack, stechen wir mit unserem Schwert hinein. Und bam. Da geht er down. Der ist aber gar nicht so groß. Okay. Er ist auf dem Boden K.O. und fliegt schon wieder in die Lüfte. Kaum ist er unten angekommen. Das war die erste Salve an Schwerthieben, die wir ihm hier entgegengebracht haben. Und da wartet er wieder auf die nächste Tortur, die wir ihm erleiden werden. So. Es geht wieder hoch hinauf. So. Ja. Yeah. Und dann hoffen wir mal, dass wir das schnell über die Bühne bringen. Hier ist nämlich ziemlich kalt hier. Der Regen ist auch nicht so schön. Und wir wollen ja auch langsam mal wieder zurück auf die Erde. Also langsam habe ich genug von dem ganzen Wind. Erstmal hier schnell hinauf. Und dann geht's schon ab. Gleich mal weitergehen. Gar nicht erst stehen bleiben. Gar nicht mehr erst die Möglichkeit geben, uns weh zu tun. So. Jetzt sind wir ja auch schon mal weiter. Jetzt haben wir einen ordentlichen Vorsprung. Das ist schön. Na los. Und beim dritten Mal wird es sogar noch mehr tricky, denn da wechselt er auf einmal die Richtung, soweit ich das noch weiß. Aber das werden wir ja gleich nochmal sehen. Jetzt setzen wir erstmal zum zweiten Schwertmarathon an. So, da geht's wieder hinunter. So, ein weiteres Mal und wir begeben uns gleich mal wieder hinauf. Gar nicht erst so lange da stehen bleiben. Boah, der Wind pustet uns wieder weg. Okay. Schnell, schnell, schnell. So, und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Das letzte Mal müssten wir ihn jetzt angreifen, glaube ich. Denn alle guten Dinge hier sind drei. So, hinauf. Setzen wir mal an zum letzten Schlag. Oh mein Gott, nein. Er hat uns schon im Visier gehabt. Aber wir waren einfach zu schnell. Wie ein Gott. Ziehen wir uns hier von Hubschrauber zu Hubschrauber. Und wir sehen verdammt gut dabei aus. Yeah. Jetzt mit Tempo. Er holt aus und spuckt sein Feuer. Wir sind schon ziemlich weit. Wir sind ja schon fast an seinem Rücken. Vielleicht kann ich da jetzt sogar schon hin. Los, los, los. Nein, da. Ah, schnell, schnell. Nein, in die andere Richtung. So. Das war das, was ich gemeint habe. Er dreht sich dann nämlich. Und wir haben nicht die Möglichkeit, auf seinen Rücken zu kommen. Fürs Erste. Und müssen dann nochmal in die andere Richtung fliehen. Und zwar schnell. Oh, das war knapp. So. Jetzt können wir aber nochmal auf seinen Rücken. So. Wir kommen. Los. Flieg. Wir müssen ihm jetzt irgendwas umschnallen. So eine Zügel. Und dann mit ihm herumfliegen. Wir zähmen ihn. Nein. Wir lassen das Feuer aus ihm heraus, das in ihm loderte. Und so ist der Boss der Kumula down. Wir haben die kleinen vogelähnlichen Menschen. Oder sind es menschenähnliche Vögel? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir sie befreit. Und somit wieder etwas Gutes getan, was wir heute Abend in unser Tagebuch schreiben können. Das übrigens ganz schön voll ist. Und wie fasziniert Link auf dieses Herzteil fixiert war. Ja, und kaum haben wir ihn besiegt, scheint auch wieder die Sonne. Ach, ist das herrlich. Die Sonne schien zuerst die ganze Zeit, dann waren wir bei dem Boss, dann schien sie nicht. Und jetzt scheint sie wieder. Und wir haben, glaube ich, den letzten Splitter. Oder die letzte Scherbe, wurde eher gesagt, gefunden. Geschafft, Link. Die vierte Spiegelscherbe. Yay. Jetzt haben wir alle. Sag mal, Link. Erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören.
Santo könnte den Schattenspiegel nur in Scherben brechen. Also ist er der falsche Herrscher. Zapp! Da macht sie uns das Tor zur Freiheit auf. Und wir machen uns gleich auf den Weg zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger, so fein er sich auch kleidet. Gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Alles klar, Midna. Aber erst holen wir uns unser wohlverdientes Herzteil, beziehungsweise unseren Herzcontainer. Und wieder wird ein Herz dazugefügt auf unsere Energieleiste. Und es sind nur noch 4, die es zu holen gilt. Oh yeah. Okay, Leute, das war ein haarsträubender Kampf, den wir natürlich siegreich hinter uns gebracht haben. Und im nächsten Part machen wir uns dann auf zur Spiegelkammer, wo wir dann den Spiegel zusammensetzen und schauen, ob wir damit ein neues Tor zu einer anderen Welt öffnen können. Aber ich will nicht zu viel verraten. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.